Hallihallöchen, Learnings, und herzlich willkommen zu der neuen wöchentlichen Questreihe. Diesmal von Woche 5. Wir sind nicht beim Warlock, sondern wir sind bei meinem Titan, weil ich finde den momentan vom Aussehen her einfach am coolsten und passend zur Season. Ne, das ist aus dem 30 Jahre Bungee-Paket die Kutte, aber ich fand es einfach passend. Und ja. Wir schauen einfach mal rein, was der Questschritt dann so sagt. Season 18. Nee, da will ich nicht hin. Season der Plünderer, Woche 5. Lange Meuterei-Ausruf. Ja, gut, da wollte ich jetzt aber auch nicht hin. Ach, hier. Säge des Schiffsdieben, Schritt 34 von 62. Besiege die Sternkarte in der Helm. Nein, besuche die Sternkarte in der Helm. Das machen wir doch direkt mal. Ab zur Helm, ich muss da, glaube ich, sowieso hin. Nö, muss ich eigentlich nicht. Aber passt schon. Und los. So. Dann let's go. So. Das ist immer noch ein verbuggt hier in der Helm, aber egal. Lass uns mal zur Sternenkarte gehen. Peter, Aido hat etwas getan, das uns alle gefährden könnte. Sie hat Eramis eine Nachricht geschickt, sich auf ein Ritual der alten Crews berufen. Worte mit leeren Händen. Das ist eine Art Unterredung, bei der keine Gewalt erlaubt ist. Aido glaubt, dass Eramis die Regeln ihres Volkes befolgen wird. Ich traue dem nicht. Wenn Eramis annimmt, möchte ich, dass du uns begleitest. Setze den Kampf fort, bis es soweit ist. Es mag ein Trick sein, aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Ich hoffe, dass sie Aidos Bitte ignoriert. Aber falls sie es nicht tut, musst du Folgendes wissen. Eramis tut nichts, was ihr keinen Nutzen verspricht. Ein Wort kann mehr Schaden anrichten als eine Klinge. Und Eramis ist im Umgang mit beiden bewandert. Säge des Schiffs hier. Mithrax ist außer sich vor Sorge. Er erzählt dir, dass Aido sich an Eramis gewandt hat. Aido hat sich dabei auf ein altes Ritual der Piratenbande berufen. Es ist eine Art Unterredung. Es geht aber lediglich um Worte mit leeren Händen. Wenn Eramis zustimmt, wird es einen kurzen Waffenstillstand geben. Denn während einer Unterredung ist keine Gewalt erlaubt. Trotzdem bittet Mithrax dich um deine Anwesenheit. Es mag ein Trick sein und wir dürfen uns nicht täuschen lassen, sagt er. Mithrax hofft, dass Eramis die Aufforderung ignorieren wird. Er ist sich sicher, dass sie nichts tun würde, was nicht zu ihrem Vorteil ist. Trotzdem, ein Wort kann mehr Schaden anrichten als eine Klinge, mahnt Mithrax. Und Eramis ist im Umgang mit beiden bewandert. Gut, das nehmen wir an. Sehr schön. Plündere vergrabene Ausbildungs Expeditionsschätze und besiege außerdem Champions. Champions in einem Großmeister. Ach du Scheiße. Das kann eine Weile dauern. Wie machen wir das am einfachsten? Ich würde sagen, ich spiele nicht Catch Crash auf Großmeister, sondern ich spiele Forward Strikes. Aber trotzdem, 50 Stück, das kann eine Weile dauern. Ich würde sagen, wir machen als allererstes erstmal wieder die ganz normale Expedition fertig. Dann gehen wir in verschiedene Lost Sectors, legendäre, das ist auch noch eine Idee. Legendärer Lost Sector. Legendärer Lost Sector, Forward Strikes. Ne, eigentlich legendärer Lost Sector, weil da sind immer drei oder vier Stück dann gleich drin. Das schafft, glaube ich, am meisten. Nichtsdestotrotz, die Schätze hier nehmen wir nach wie vor nicht an, da mache ich nochmal extra Videos zu, jeweils. Rang 16 seht ihr, wir sind es fast, deswegen nehme ich jetzt die Bounties an. Wir gucken mal. Kartenfragmente Catch Crash. Besiege Ziel mit Fähigkeit Todesstößen. Yo. Scharfschützengewehr-Kills und herausfordernde Kämpfe nehmen wir einfach mal an. Gut, das kann eine Weile dauern. Wo ist denn diese Woche Lost Sektor?
Guck mal, Nessus. Nope. Träumende Stadt. Was ist hier los? Die gibt Peineke, der zerbrochene Thron. Nice. Da muss ich nämlich sowieso noch rein. Ewigkeit wird es nicht sein. Kosmodrom. Nö. EDZ? Nee. Savatyn? Mond? Dann auch Europa, ne? Gut, ist anscheinend noch keiner da. Dann würde ich sagen, ich gucke das mal ganz kurz nach. Pack währenddessen hier noch das Everversum-Gramm aus. Ah, toll. Bisschen Projektion. Wir gucken mal gemeinsam rein. Telesto für Waffenornament. Dann schauen wir mal zusammen. Shader. Feuertonnenbeule. Naja. Nehmen wir mal mit. Alle Shader einfach mal mitnehmen. Trinity. Das gleiche in Blau. Nehmen wir auch mit. Marke. Ne, wir haben sowieso genug Glanzstaub. Bester Sinne. Den muss ich eigentlich kaufen. Das aber auch. Irgendein schönes Schiff dabei? Natürlich wieder mal nicht. Augustrenner. Grenadier. Nährsystem. Eigentlich muss ich sie beide kaufen. Mano! Ist hier noch bei? Bedrohung von unten, Waffenornament für die Telesto. Nice aus. Ausschau halten, mir entgeht nichts. Also den Eis muss ich haben. Den Geist, der ist geil. Ohne Wenn und Aber. Ach komm, was kostet die Welt? Muss ich haben. So. Das war unser Glanzstaub, aber ich muss diesen Dings haben. Ja, nicht wundern, mein Controller ist Dings-Taste kaputt. Wo hau ich den denn hin? So. Jetzt mal Eis essen. Alles klar. Ich guck mal, wo der Lostsektor ist. Bis dahin. Bis gleich. Ciao. So, ihr Lieben. Ich bin doch nochmal zum Warlock gegangen, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist, es mit dem Warlock zu machen. Aber mit dem möchte ich es als erstes fertig haben. Und weil wir die Lostsektors farmen. Ich bin gerade dabei, mich auszurüsten. Es ist der Lost Sector K1 Kommunion auf dem Mond. Der hat diese Woche Barrier und Overload Champions mit Solarbrennen. Deswegen packen wir die auch dann gleich rein. Brunnen des Glanzes ist gut. Ich packe mit ein meine Magenknurren auf God Roll. Und mein Palmform rein müsste ich nicht unbedingt mitnehmen. Ich könnte auch eine Schruffel mitnehmen, aber es macht nichts. Und ich nehme meine Donnerlord für Overload Champions. Jo. Gut. Dann starten wir mal. Mond. Solo. Exotischer Beinschutz. Selten. Da wollen wir hin. Wir gehen zum Heiligtum. Gönnen uns gleich mal ein Banner, damit wir die Munition voll kriegen. Dann macht es das nämlich ein wenig einfacher. Obwohl die auch echt. Naja, was heißt. Knackig ist jetzt untertrieben. Knackig sind sie nicht. Sie sind ein bisschen anspruchsvoll, ja.
Legendäre Lostsektor, wenn ihr euch da noch nie reingeschaut habt, dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das geht. Also ihr könnt da auch sterben. Ihr habt zwar nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen, aber wenn ihr ein, zwei Mal stirbt, ist es nicht schlimm. In der Regel schaffe ich es mit einem Tod oder Flawless. Also, ja, als ich noch unterlevelt war, also jetzt noch 50, 60 oder sowas war, war das ein bisschen knackiger. Mittlerweile geht's. Ihr müsst halt den entsprechenden Typ bei haben. Also sprich, hier die Mods, unaufhaltsame Verputzung, Antibarriere habe ich eigentlich immer dabei. Unaufhaltsam nehme ich jetzt aber gleich mal raus und packe meinen Schnellball rein. Damit ich wieder mehr Granatenwurfweite kriege. Und es macht eigentlich auch keinen Sinn. Darauf zu gehen. Deswegen packe ich mal die Transfer 7 Schritte rein. Maschinengewehr-Reserven. Raketenwehr vom Munitionsfinder ist Quatsch. Ist noch aus dem Raid. Das machen wir auf Maschinengewehr-Dingsbums, wenn ihr habt. Ja, Fusionsgewehr, Maschinengewehr-Munitionsfinder. So, Maschinengewehr-Plünderer, Maschinengewehr-Reserven, Maschinengewehr-Munitionsfinder. So, dann rüstet ihr euch einfach aus. Dann geht ihr ein Banner stellen. Das kostet 5 illusorische Fragmente. Einfach Altar der Sorgen spielen, dann habt ihr keine Probleme, wenn es denn mal lädt. 45 Stück habe ich davon. So. Dann hole ich mir noch fix ein paar Sternkartenbeutezüge. Das mache ich alles für die App, das habe ich jetzt nämlich verdüst. Navigator, nicht Titan, sondern Warlock. Beutezüge. Bei Sternkarte möchte ich gerne ein bisschen auf 16 pushen, damit wir sie zurücksetzen können und damit ich die Sternendinger mit euch machen kann. Herausfordernde Kämpfer. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Wir machen erst einen Lost Sektor zusammen und dann hole ich mir die Bounties, weil da muss ich sowieso laufen. Dann steigt ihr einfach auf euren Sparrow. Markiert euch den auf der Karte, da vorne ist er schon. Ihr müsst ihn einmal normal gelaufen sein. Wenn ihr ihn noch nicht angezeigt bekommt, dann folgt einfach dem Weg. Hier zum Anker des Lichts. Ich muss auch gleich mal gucken, wo er ist. Er ist wahrscheinlich hier drin. Oh. Dann besiegt ihr die paar Vandalen, die draußen sind. So. Dann geht ihr hier rein. Hättet ihr gar nicht gemusst. So. Der Sektor ist nämlich da unten. Hättet also auch außen rum gehen können einfach. Und dann geht das hier los. Der normale Sektor ist, glaube ich, wenn ihr hier, genau, wenn ihr hier reingeht und hier runter geht, ist da unten der normale Sektor. Den müsst ihr einmal durchlaufen. Das ist auf normal nicht weiter schwierig. Und dann geht's in den K1 Kommunion. Wir haben diesmal drin geschützte Feinde, Kämpfer mit Solar und leere Schilden. Gegen Solar habe ich Nahkampf, gegen leere habe ich Magenknurren. Dann begrenzte Anzahl an Einsatz zur Wiederbelebung, erhalte zuzige, ich würde es immer solo machen. Solarbrennen verursacht Solarschaden um 50% erhöht. Und erlittener. Passt genau, Feinschilde sind gegen ungleichen Elementarschaden höchst resistent. Das ist wichtig. Das heißt, ich müsste mir eigentlich eine Solarwaffe in den ersten Slot packen, weil mir das mit dem Pulsgewehr nichts bringt. Habe ich eine Solarwaffe für den ersten Slot? Das ist die Frage. Nein, aber ich habe. So. So, das ist nämlich neu so. Dann haben wir Barriere und Überladungs-Champions und wir haben Arachnalm. Okay. Machen wir einfach auf Legende. Let's go. Ne, zur Not, Brunnen raus, Nahkampf, sonst was. Wir gucken. Equipment ist gesperrt, ihr könnt es da drin nicht mehr wechseln. Ist aber nicht schlimm, weil wenn ihr sterbt, dann fängt es einfach nochmal neu an. So, ich thank you.
ab. Alter! Lisa, so nachschauen Sie, du bist abgeschaut. Gut, das ist etwas weg, dann machen wir keine Schilder. Anders als noch kein Fehler, und ein Gesetzgänger. Das ist Scheiße! Leben! Auch nicht so viel Distanz ist das. Der war im Call. Wo ist die Liste? Scheiße, ich muss nur drauf. Wo ist die Liste? Wo ist die Liste? Wo ist die Liste? Da ist sie. Sammel die Beute ein, sammel die Beute ein. Gut, wir sind durch. Wie oft ihr jetzt stirbt, ist scheißegal. Ihr seid durch. Puh, der ist heftig. Da überlege ich mir noch ein, zwei Taktiken. Erstmal auf jeden Fall eine andere Nova. Nämlich die Katastrophe. Gut, das haben wir. Ja, das Ganze machen wir jetzt noch. Wie oft? Fuck. Ja, wir machen es noch genau 50 Mal. Nein, wir machen es, wie viele mögen hier sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr Lost Sectorn farmen. Oder aber ihr macht Nightfall auf Held. Da kommen auch Champions vor, aber da ist halt das Problem, ihr habt halt Spielersuche. Entsprechend schwierig. Alles klar, wir machen das. Und dann, wenn wir dann soweit sind, eine Expedition zu machen, dann melde ich mich. Ah, die Hallöchen, Leulings, und herzlich willkommen zurück. Wieder zur wöchentlichen Mission. Es ist jetzt ein Tag vergangen. Ich habe die Champions zusammengefarmt. Und ich habe natürlich großkotzig, wie ich bin, zu euch gesagt, naja, legendäre Lost Sektoren sind nicht so schwer. Und bin tatsächlich in einen relativ schweren reingegangen, ihr habt es ja gesehen. Ich möchte euch jetzt einfach, um euch zu zeigen, dass es nicht immer so ist. Also man muss die natürlich abpassen, aber ihr habt dafür ja auch eine Woche Zeit. Werden wir uns jetzt einen Lost Sector suchen? Der... etwas einfacher ist. Ich gucke nur gerade, wo ist denn der? Normalerweise soll er doch in der ETZ sein. Bin ich jetzt doof? Skydog 4.
Bei Doc 4, da ist er. Bin ich den so noch nie nochmal gelaufen? Gut, dann müssen wir den einmal auf normal laufen. Das mache ich mal kurz im Schnelldurchlauf. Ich bin in meinem Warlock, glaube ich, noch nie gelaufen. Weil ich habe meinen Warlock damals irgendwie einmal gelöscht zu Beginn des Let's Plays. Deswegen ist einiges weg. Gerade EDZ-Zeiten und rote Schlachtzeiten ist viel weg. Dann könnt ihr mal sehen, wie es bei euch aussieht, wenn ihr noch nicht gelaufen seid. Dann einfach folgen. Ihr könnt bei der Seite zum Beispiel Today in Destiny einfach mal googeln. Könnt ihr problemlos eingeben. Dann seht ihr, welcher legendäre Lost Sector da ist und welche Buffs aktiv sind. Ich werde jetzt einfach mal den nochmal einmal durchlaufen, sobald wir ihn gefunden haben. Der wird hier hinten irgendwo sein. Skydog 4, war das der nicht früher mit der Schmiede? Kann sein. Schon, ist wirklich, das hier ist schon ein bisschen auf. Normal. So. Und das ist schon auf. Okay. So, das ist schon weg. Und hier jetzt hier auch nochmal. Ich muss sowieso leveln. Spiel mit viel zu selten. Schnauze. So, damit ist der geklärt. Jetzt müsste der mir als Lost Sektor angezeigt werden. Verloren Sektor leergeräumt, neue Abenteuer verfügbar. Jetzt können wir ja mal gucken. Und jetzt ist er hier auch auf Legendär. Da haben wir die Champions, Barriere und Aufhaltsam. Solar. Brennen, leere Schilde. So. Oh. Ich bleib bei meinem Donnerlord. Transversive Schritte rein. So. Dann markieren wir uns den, gehen wieder zurück und dann laufen wir ihn jetzt einmal auf Legendär. Wird jetzt eine etwas längere Folge mit der ganzen Platz, splitte ich das auch in zwei Parts, muss ich mal gucken, aber ich wollte euch das jetzt einfach mal nicht nehmen, euch das einfach mal zu zeigen, weil ich mich nun doch so blamiert habe. Ich bin ihn gelaufen, ich habe das Exo auch bekommen. Tatsächlich. War alles kein Problem. Allerdings erst beim letzten Run, kurz bevor um 19 Uhr Reset war. Weil die werden immer täglich 19 Uhr resettet. Also sprich, wenn euch mal einer nicht passt, ist das gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, die werden halt täglich 19 Uhr. Gibt's halt neue. So, Skydog 4. Legendärer Sektor. Es gibt einen Kopfschutz. Barriere unaufhaltsam, Solarbrennen, Schilde leere. Modifikatoren, Pestilenz. Noch irgendwas? Feindschilde sind gegen den Elementarschaden höchst resistent. Ausrüstung gesperrt. Pestilenz, wenn sie besiegt werden, erschaffen sie uns leere Granaten an ihren Füßen. Solarbrennen, 50% verursacht erlittener Solarschaden. Triffst auch Kämpfer mit leere Schilden. Unaufhaltsame und Antibarriere und begrenzte Wiederbelebung. Let's go. Wie gesagt, ihr müsst die Dinger nicht flawless rennen. Es ist möglich bei manchen. Durchaus. Ich denke mal, ich jetzt im Vorführeffekt werde es nicht schaffen. Aber sie sind
Möglich. Ne? Weil für jeden Champion, den besiegt, kriegt er eine Wiederbelebung wieder. So. Da ist er schon direkt. Zack. Da ist er schon weg. Aber ihr habt gesehen, ungleicher Schild und höchst eklig. Defensiv spielen. Oh, da unten sind gleich zwei Champions, das ist natürlich nicht so geil. So, das war der erste Tod. Das war der zweite. Ich verballere natürlich massig Munition. Deswegen war Donald vielleicht nicht so die beste Wahl, aber macht nichts. Au. Leere Schild. Zack. Könnt euch auch hier immer diese Fässer zunutze machen. Champion. Ja, hier ist jetzt schon der Hauptraum. Kurz mal Munition tanken. Brunnen setzen. Brunnen setzen. Ist immun. Lad nach. Gestunt. Und weg. So. Zack. Jetzt in Ruhe alles clearen. Das ist schon der Boss. Langste wegmachen. Da liegt wieder Munition. Glaube ich. Dem schon mal eine Fusionsgranate an die Birne knallen. Die Munition holen. Platt machen. Boss ist weg. Jetzt könnt ihr in Ruhe die anderen Gegner clearen. Ja, auf die Solardinger müsst ihr aufpassen. What the fuck? Bin jetzt noch gestorben.
So, auch mal Sektor 4, Triumph, Primus, Engramm und Verbesserungskern habe ich jetzt gekriegt. Champion-Prämien. Wenn ich alle Champions besiegt habe, fertig. Okay, wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Es ist also möglich. Ne, war jetzt kein Flawless. Ich bin jetzt zweimal gestorben oder dreimal? Weiß ich nicht mehr. Warte mal, 7, 2, weg, sind 5, ja. Bin zweimal gestorben. Ist nicht schlimm. Ja, jetzt gehen wir zur Story übrig. Bob. Ganz easy. So, jetzt machen wir einmal eine Expedition im Schnelldurchlauf. Dann müsst ihr einfach wieder eine Karte machen. Ich werde dann demnächst übrigens, weil es mich auch direkt betroffen hat, weil ich es ein bisschen übertrieben habe mit den Kartenfragmenten, werde ich einen kleinen Ressourcenguide machen. Den werde ich jetzt hier einfach reinschieben irgendwie.
So. Wir haben, wofür wir hergekommen sind. Verschwinden wir aus dieser quadratischen Hölle. Jetzt schon? Ach, ich hatte gehofft, die Exodus Black zu besichtigen. Eine alte KI wie Fainzelt muss eine Fundgrube für Informationen aus dem goldenen Zeitalter sein. Ich denke schon, aber mit Fainzelt zu reden ist so, als würde man einem Leibeigenen beibringen, Mundharmonika zu spielen. Okay. Die Mühe ist es nicht wert. Wir dürfen jetzt weitermachen. Gehen mal fix zum Orbit. Was haben wir denn hier Schönes gekriegt? Anwaffen, Blutfeder, ja. Da farm ich eigentlich noch die Red Borders. Der Rest ist mir eigentlich sowas von egal. So, wir dürfen jetzt letzten Endes das Piratenversteck der Fieslinge. Stürme das Versteck von Arras dem Fiesling und hol an dir ein verlorenes Relikt. Das machen wir doch dann mal. Und dann sind wir mit der wöchentlichen Story auch schon durch. Ja, ist ein bisschen umfangreicher geworden diese Woche, aber was soll's. Okay, wir sind wieder auf dem Asteroid. Hüter, ich grüße dich im Licht. Ich würde gerne mit dir sprechen. Aber erst musst du das Relikt sichern. Dein Feind ist ein Elixni, der viele Anhänger um sich geschart hat. Sie sind bereit, ihr Leben für seinen Schutz zu opfern. Aber ich weiß nicht, ob aus Loyalität oder aus Angst. Sein Name ist Ayras. Aber sei auf der Hut. Okay. Wir haben hier aufgeräumt. Dachte ich. So. Muss mal kurz nach den Bounties gucken. Was sollen wir denn noch machen? Solar-Nahkampf. Akkus-Nahkampf, Kartenfragmente, Schwertkills. Okay. Ich kriege gerade massig Triumphe. Ich switch mal kurz auf mein Schwert. Wenn wir so ein paar Schwertkills machen. Müssen mal gucken, wie sich das anbietet. Neues Ziel. Ach, hier sind wir. Das bietet sich an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Schon los oder wann? War ja dann fast klar. 1, 2, O. Robuster Vandale. Yeah.
unsichtbar machen. Ja, Warlocks können das auch. Ich bin nämlich gerade mit meinem Warlock. Ach komm, ey. So. Natürlich schade, dass es immer dieselben sind. Gut. Da ist das Relikt. Alles klar. Eremis hat zugestimmt. Dementsprechend haben wir Waffenruhe, würde ich sagen. Ich glaube, das gibt Ärger. Wir haben das Ding. Wir haben eine Catchkiller-Robe bekommen und ein Glanzengramm. Und wir sollen jetzt garantiert zum Holoprojektor. Oder? Neutraler Asteroid, Themis Asteroidenfeld. Oh. Du hast mir die Elixni-Bräuche beigebracht. Era Miskel möchte sich treffen. Wende dich jetzt nicht davon ab. Das ist ein Fehler, Aido. Eramis folgt nur einer Stimme und es ist nicht unsere. Die Stimme in der Dunkelheit mag mir Macht geben. Aber ich bin eine Kell der Elixni und kämpfe für die Befreiung unseres Volkes. Ein wahrer Kell dient seinem Haus. Du dienst nur dem Zeugen. Und wem dienst du? Ich vereinbarte ein Treffen mit Elixni, nicht mit einem Lichtträger. Der Hüter ist zu deinem Schutz hier. Eramis Kell. Als Schriftgelehrte des Hauses des Lichts ist es meine Pflicht zu sagen, eine weitere Macht sucht nach den Relikten. Verstehe. Und wer genau sind diese Unruhestifter? Vielleicht jemand, dem du Unrecht getan hast. Wir konnten sie nicht identifizieren, aber sie haben deine Partner mühelos besiegt. Sie sind unser gemeinsamer Feind. Wir hatten schon immer einen gemeinsamen Feind. Hört auf, eurem Unterdrücker zu gehorchen. Folgt mir. Gemeinsam werden wir diese Relikte nutzen, um den Elixni Freiheit zu schenken. Nein. Die Relikte sind zu mächtig. Kriegstreiber wie du dürfen sie nicht besitzen. Niemand weiß besser als du, was zerstörerische Kraft ist, Misrax. Was meinst du damit? Das war vor Jahrhunderten. Heute bin ich anders. Nein. Du hast dich nicht verändert. Ich will die Wahrheit wissen. Muss ich sie von ihr erfahren? Vor Jahrhunderten
als die Elixni zum ersten Mal in dieses System kamen. Als dein Vater noch ein Schlüpfling war, besaß unser Volk nichts. Als sie Nezarek fanden, den Schüler des Zeugen, der in der Mondpyramide begraben war, nahmen sie seine dunklen Kräfte für sich und für die Zukunft ihres Volkes. Misrax erbte eines dieser Relikte und seine Macht ergriff Besitz von ihm. Er sehnte sich nach mehr, ungeachtet der Folgen. Doch je mehr seine Crew hatte, desto weniger gaben sie ab. Das wurde zur Normalität. Elixni kämpften gegen Elixni. Und Freunde kämpften gegen Freunde. Mit der Zeit wurden die Relikte von Nezarek in der Galaxie zerstreut. Ihr Einfluss schwand, doch die Spuren ihrer Macht verblieben. Misrax floh aus dem Blutbad, in das er hineingeboren worden war. Er behauptet, sich geändert zu haben, ein frommes Leben zu führen. Doch so sehr er die Vergangenheit auch vergessen machen will, mit seinen eitlen Gesten des Großmuts und den Phrasen gestohlener Weisheit, Misrax wird immer ein Lügner, Dieb und Mörder bleiben. Sieh ihn dir an, Schriftgelehrte. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Aido, bitte. Ich kann es erklären. Okay. Da haben wir jetzt aber einiges erfahren. Jetzt sollen wir natürlich zum Monokrypten im Elixni-Viertel. Das ist jetzt das ganz normale Geplänkel. Die Story spitzt sich also langsam zu. Na schön. Dann tun wir das doch mal. Helm. Elixni-Viertel. Let's go. Spitzt sich zu, die Story. Oh, oh. Zerfleischen wir uns gegenseitig? Jede Wette, Vagabund oder Misrax? Ich sag Vagabund. Nee, Aido. Misrax Kell vom Haus des Lichts. Mein Vater. Ein Mörder. Und ein Lügner. Die Wahrheit ist manchmal schwierig, aber der größte Schmerz ist, dass er es mir nicht früher gesagt hat. Ich wusste, dass er eine Vergangenheit hat, aber irgendwie hat mir Eramis Kell gezeigt, wer mein Vater heute ist und wen er sieht, wenn er mich ansieht. Er denkt wohl, dass ich es nicht verstehen kann, oder es ist ihm egal, ob ich es verstehe oder nicht. Ich werde entweder unterschätzt oder übergangen. Und daraus kann ich nur eine Lehre ziehen. Mein eigener Vater will nicht, dass ich ihn verstehe. Unsere Prioritäten bleiben unverändert. Wir müssen Eramis daran hindern, die Relikte von Nezarek zu bekommen. Ich werde meine eigenen Gefühle nicht über unsere Mission stellen. Ich werde nicht so scheinheilig sein wie mein Vater. Oh oh. Singender Schiffsdieb. In einer Stimme ist die Enttäuschung deutlich zu hören. Mein Vater, sagt sie. Ein Mörder und ein Lügner. Sie verarbeitet immer noch, was Eramis euch beiden über Mitrax Vergangenheit verraten hat.
Die Wahrheit ist manchmal schwierig, aber der größte Schmerz ist, dass er es mir nicht früher gesagt hat. Und daraus kann ich nur eine Lehre ziehen. Mein eigener Vater will nicht, dass ich ihn verstehe. Aido verspricht, die Mission fortzusetzen, obwohl sie sich verraten fühlt. Ich werde nicht so scheinheilig sein wie mein Vater, sagt sie bitter und bricht die Übertragung ab. Ja. Yeah. Besuche Spider. Oh, bin ich einmal gespannt, was Spider dazu zu sagen hat. Hallo Spider. Wenn du kampfbegierig bist, helfe ich gern. Spider zeigt auf die Engramme vor ihm. Noch eine Runde Hüter, fragt er eifrig. Lass uns dein Glück erneut auf die Probe stellen. Wähle ein Engramm und enthülle deinen Preis. Hm, 1, 2 oder 3. Ich mache wieder den Zufallszahlengenerator an. 1 bis maximal 3 generieren. Und es hat die 1 gesprochen. Boom. Spider-Bild auf die Waffe, die du gewonnen hast. Dann auf dich und dann wieder auf die Waffe. Das kann nicht sein, flüstert er vor sich hin. Er starrt dich mit eisigem Blick an. Ich lasse es dich wissen, wenn ich mehr Engramme zum Verteilen habe, Hüter, knurrt er. Und keine krummen Tricks mehr. Mhm. Ich habe gerade ein weiteres Signal gehört, meldet Aido über dein Funkgerät. Irgendeine Veränderung? Du erzählst dir über die weitere erfolgreiche Runde bei Spider-Spiel. Hm, sagt Aido nachdenklich. Du hast die erste Runde gewonnen und dann zwei weitere verloren. Es ist möglich, dass Spider eine Art Betrugsmasche hat und wollte, dass du einmal gewinnst, um dein Selbstvertrauen zu stärken und danach jedes Mal verlierst. Wenn ich auf weitere Signale stoße, werde ich sie wieder stören, sagt Aido im Namen der Fairness. Mhm. Mithrax und Aido untersuchen, was du aus dem Piratensteck geborgen hast. Sie werden dich kontaktieren, wenn sie mehr Informationen haben. Jo, das war die Story. Wir haben was bekommen? Eine Pistole? Ja. Die werden wir einstimmen noch. Und dann werde ich sie wieder löschen. Wir sehen uns das nächste Mal. Das war jetzt doch ein bisschen länger. Ich weiß auch nicht, ob ich es gesplittet oder wie auch immer habe. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.